Wenn Kunstmäzenin Martina Kleister in die Gmundner Galerie Zehnerhaus lädt, ist ein spannender Abend garantiert. Dieses Mal präsentierte die Galeristin magische Glas- und Bildwelten von gleich zwei begnadeten Damen. Glaskünstlerin Magdalena Eichinger und Malerin Christine Lejeune beweisen, die Kunst ist weiblich. Die Christine Lejeune gehört für mich zu den besten Künstlerin in Oberösterreich, muss ich sagen. Und ich habe bei ihr tatsächlich einen Kurs gerade gemacht und versuche, ein bisschen das zu machen, was sie macht. Es sind Märchen, Bildwelten in ihren Bildern. Also wenn Sie nächstes Mal reinkommen in die Galerie, dann schauen Sie an die Wände und lassen Sie sich wirklich bezaubern von diesen Bildwelten, die die Frau Lejeune macht. Die Bilder von Christine Lejeune erzählen Geschichten, Märchen, auch Zeitgeschichte. Ihre Passion gehört, für den Moment, den Collagen. Ich bin eine Sammlerin geworden. Ich sammle Papiere, Zeitungen, Zeitschriften, alles, was ich finden kann, sammle ich und verarbeite dann. Und das baue ich dann in meine Bilder ein. Und in letzter Zeit drucke ich mir aber meine Bilder selbst und bearbeite meine Bilder auch selbst. Und dann arbeite ich es ein. Und es ist dann, dass man das sieht, das zum Erkennen ist, oder ich lasse auch wieder was verschwinden. Christine Lejeunes große Stärke ist ihre Fantasie. Die baue ich da ein und so baue ich auch mein Bild auf. Und ich bin eigentlich im Grunde genommen eine malende Bilderzählerin. Und wenn wer hingeht und schaut in meine Bilder rein, dann sieht er immer wieder was Neues, was zum Erkennen ist. Und das freut mich dann recht. Und dann denke ich mir einfach, so, das ist jetzt in Ordnung, das ist für mich ganz gut und dann ist es erledigt. Ich selber ändere mich, nichts bleibt, wie es ist, sagt die Malerin über sich selbst. Ein Satz, den wohl auch Magdalena Eichinger über sich unterschreiben würde. Ihr reizvolles Spiel mit der Farbe, Licht und Transparenz gewinnt durch eine aufwendige Schmelztechnik. Magdalena Eichinger hat ja wirklich eine tolle Ausbildung in Kramsach mit Meisterprüfung. Sie hat Symposien mit Jack Ink, mit renommiertesten Künstlern in Europa, in USA gemacht. Also sie ist absolut steil. Also ich muss sagen, diese Glaskunst muss man gesehen haben. Mit der großen Muraner Glaskunst fühlt sich Eichinger eng verbunden. Gerne wagt sie den Tanz mit der immer lebendigen und fließenden Materie Glas. Das ist bei mir schon sehr, sehr früh gekommen. Eigentlich schon als Kind, als 13-, 14-Jährige, habe ich genau gewusst, der Werkstoff Glas ist wunderbar. Es ist so vielseitig. Man kann das schleifen, man kann durchschauen, man kann so viel draus machen. Und das hat mich von Anfang an fasziniert und tut es heute noch. Eichinger liebt es, traditionelle Techniken neu zu interpretieren und auszufeilen. So kann man in der Galerie Zehnerhaus auch ihr Werk Trauen Sie Ihre Gattergrotte bewundern. Je mehr ich arbeite, desto mehr Ideen. Es entsteht eigentlich beim Arbeiten. Und Ideen entstehen auch im Schlaf. Ich träume manchmal von neuen Werken. Zum Beispiel diese, die habe ich geträumt. Und je mehr man arbeitet, desto mehr Ideen kommen auch. Ihr Credo, Ankerlichten, Segel setzen, Zeichen setzen, verarbeitet sie auch in wunderbaren Glasschmuckkreationen. Ich trage gerade heute ein schönes Collier und ich liebe dieses Glas mit den Farben. Es kommen einfach da wirklich die Facetten und die Formen und die Farben besonders gut zur Geltung. Und hier sind wir auch wieder bei der Farbe. Im Zehnerhaus heißt es nicht umsonst, wir lieben den Frühling und die Vielfalt. Und wir lieben wie immer unseren besonderen Designerschmuck. Meine Lieblingsmarke Opus aus Griechenland, die fertigen heuer ganz besonders Schönes, unter anderem der Schmetterling ist auch jetzt ein großer Schwerpunkt. Wir sind im Moment wirklich trotz winterlichen Temperaturen auf Frühling eingestellt. Das sieht man, wenn man bei uns in der Galerie vorbeischaut und wirklich dann alle Bereiche ansieht, im Kunstbereich, aber im Dekobereich. Ich freue mich, wenn ich wieder viele Gäste begeistern darf. Faszination Galerie Zehnerhaus. Vom Eindruck gefesselt, des Verstandes beraubt, der Kunst ausgeliefert.